Ja, Fimi, gestern Trainingsauftakt. Wie war es denn für euch, wieder auf dem Platz zu stehen? Ja, es ist nach einer Pause immer wieder schön, dann wieder auf den Platz zu kommen und die Mannschaft wieder so um sich rum zu haben. War gestern ein lockerer, entspannter Aufgalopp, ja, viele neue Gesichter und ja, freuen uns, dass es jetzt wieder losgeht. Ihr habt einen großen Umbruch jetzt im Sommer gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. 15 Abgänge, 12 Zugänge. Was kann man dann von euch erwarten, wenn der Umbruch dann so groß ist? Wie geht es erstmal auch darum, vor allen Dingen die Neuen zu integrieren? Ja, das ist natürlich das vorrangigste, das erste Ziel, ja, dass die Neuen erstmal hier ankommen zu lassen, auch in die Gruppe aufzunehmen, dass die neue Mannschaft sich jetzt auch wieder findet, zusammenwächst. So, das ist natürlich die erste Aufgabe, die wir haben und was man da erwarten kann. Ja, ist ein bisschen schwierig vorherzusagen. Wir wollen sicherlich wieder eine ordentliche Rolle in der Regionalliga spielen, ordentlichen Fußball spielen, schnell unsere Idee vom Fußball wieder auf den Platz bekommen. Da bedarf es jetzt noch ein bisschen Arbeit und Tuning natürlich, weil viele neue Spieler kommen, die uns auch erstmal kennenlernen müssen und die Abläufe kennenlernen müssen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir das in den nächsten Wochen uns gemeinsam erarbeiten werden. Wie sind denn die ersten Eindrücke der Neuen? Hat man da als Trainer so ein Bauchgefühl? Naja, ein bisschen mehr sogar, ne? Also wir kennen die Jungs ja, wir haben uns ja auch bewusst dann für die Jungs entschieden und haben uns ja auch überlegt, wen wir dazu nehmen. Von daher ist es nicht komplett neu, da sind ja keine Unbekannten. Und wir haben einen guten Eindruck. Ich glaube, dass es jetzt gestern vom Aufgalopp und aus den letzten Tagen, wo die Jungs ja auch schon individuell gearbeitet haben, haben wir gesehen, dass da schon ein guter Drive drin ist, die Jungs Gas geben und Lust haben, hier jetzt mit uns gemeinsam zu arbeiten und Fußball zu spielen. Mit Meppen und Oldenburg sind zwei namhafte Mannschaften aus der dritten Liga runtergekommen. Mit dem ETV eine weitere Hamburger Mannschaft aufgestiegen in die Regionalliga. Wie siehst du die Liga an sich in diesem Jahr aufgestellt und wo siehst du halt euch in der Liga? Insgesamt muss man sagen, wird es wieder sicherlich eine sehr ausgeglichene, gute Regionalliga-Saison werden. Davon können wir, glaube ich, alle ausgehen. Jetzt sind wir mit Oldenburg und Meppen, sind jetzt zwei dazugekommen aus der dritten Liga, die sicherlich auch wieder hohe Ansprüche haben und sich in den oberen Tabellenregionen auch wieder bewegen wollen. Die ersetzen jetzt quasi den VfB Lübeck und das sind dann jetzt aber schon mal zwei. Und die Aufsteiger sind auch spannend. Also Kia Kiel hat den Kader jetzt auch mit Regionalliga-Erfahrungen nochmal verstärkt. Da waren auch schon einige Jungs in der Oberliga-Zeit, die auch schon Regionalliga-Erfahrungen hatten. Der ETV kommt jetzt als zusätzliches Hamburger Derby dazu. Da muss man auch sagen, dass es eine sehr spannende Geschichte ist, was da passiert. Die kommen mit ganz viel Schwung, jugendlichem Elan und Power hier rein. Ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Serie und für uns geht es einfach darum, ja, so schnell wie möglich jetzt wieder unseren Norderstedt-Spirit hier wieder auf den Platz zu bringen, die neue Gruppe zusammenzuführen und dann bin ich davon überzeugt, dass wir ja eine gute Regionalliga-Saison spielen wollen und zu den Zielsetzungen. Vorrangigstes Ziel ist natürlich, die Regionalliga zu halten. Das ist grundsätzlich immer die erste Aufgabe für uns. Und den Pokal wollen wir den Pokal gewinnen. Auch das, daran werden wir nichts ändern. Wir sind einer von drei Regionalligisten im Wettbewerb und da haben wir für uns den Anspruch und für uns das Ziel definiert. Wir wollen dieses Jahr wieder den Pokal gewinnen. Du bist ja im letzten Jahr aufgestiegen vom Assistenten zum Cheftrainer. Wie hat sich deine Arbeit im Verein denn so verändert als Cheftrainer jetzt in den 12 Monaten? Und welche Veränderungen machst du jetzt zum Beispiel schon vielleicht in der Vorbereitung im Verhältnis zum letzten Jahr? Grundsätzlich hat sich die Aufgabe inhaltlich auf dem Platz gar nicht so sehr verändert. Ich habe auch vorher schon haben wir ein großes Trainerteam, ein starkes Trainerteam gehabt, dann mit Jens Martens gemeinsam und dann André Ladendorf dabei und davor Jan-Philipp Rose dabei. Da war es auch schon immer so eine Teamarbeit, die ist es jetzt immer noch, jetzt mit Marius Ebbers und Max Krause im zweiten Jahr und Fabian Lukassen als Torwarttrainer. Von daher ist es, was die Arbeit auf dem Platz angeht, hat sich nicht viel verändert. Sicherlich ist drumherum jetzt ein bisschen mehr dazugekommen, was ja auch PR- und Medienarbeit betrifft. Aber ansonsten kann ich da keinen großen Unterschied festmachen. Was jetzt dazu kommt an Veränderungen von der letzten Saison zu dieser Saison, ich glaube, dass wir noch klarer sind in unserer Ansprache. Sicherlich da haben wir ein bisschen was mitgenommen aus den Erfahrungen, die wir in der letzten Saison gemacht haben, wie wir Dinge umsetzen wollen, wie wir auch Dinge uns im Training erarbeiten wollen. Da ist immer noch eine weitere Fortentwicklung auch möglich bei uns und die haben wir jetzt auch wieder genommen. Es wird in der Vorbereitung jetzt wieder darauf ankommen, jetzt der neuen Gruppe, aber auch den alten, die geblieben sind, jetzt eben die mit auf diesen Weg zu nehmen. Aber das ist, wie gesagt, das sind Nuancen, die sich da verändern, weil die Grundausrichtung und die Grundidee bei uns, die ist gleich geblieben auch zur Vorsaison. Wie sieht eure weitere Vorbereitung denn aus mit Blick hin bis zum Saisonstart dann? Ja, wir haben jetzt diese Woche am Wochenende schon die ersten zwei Testspiele. Wir haben jetzt die Wochenenden auch dann sehr gut gefüllt mit jeweils zwei Testspielen, dann immer Samstag, Sonntag, dass wir auch alle Spieler gut in Spielpraxis und Spielrhythmus bekommen. Klar, die ersten Tage sind natürlich noch ein bisschen intensiver, was auch dann die Fußballfitness betrifft, dass man da den Grundstein legt eben für die Saison.
Und dann fahren wir ins Trainingslager vom 13. bis zum 16. nach Dänemark, wo wir dann hoffentlich schon sehr am Fußballtaktischen schon arbeiten können. Ja, das ist ja dann auch dann noch 2 Wochen bis zum Saisonstart. Aber da haben wir, glaube ich, ja, einen ganz guten Plan, wie wir uns jetzt dann Regionalliga fit und fit für den Start machen können. Super, wir sind gespannt, drücken euch die Daumen und freuen uns schon auf die neue Saison. Danke dir.